Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Secret of Evermore. Wir befinden uns derzeit noch im Dschungeldorf und brechen jetzt Richtung Osten aus. Was ich in der Zwischenzeit gemacht habe, ist einmal Kleidung angezogen, die Moosweste und hier mal die Fensterfarbe ein bisschen geändert, weil mich dieses Gekriesel total wahnsinnig gemacht hat. Wir haben jetzt also ein anderes Fensterdesign, nicht dass sich jemand wundert. Gekauft an Zutaten oder Rüstung, irgendwie Elixier und sowas, also Zutaten und so, haben wir nicht. Ich war ein bisschen geizig. Ich verlasse mich drauf, dass wir nicht sterben und verlasse mich auf die Level-Ups, die wir bekommen. Ja, das ist schon mal gut. Zack. Ja, wenn das so läuft, dann ist alles gut. Boah, da ist noch eins. Sarah leicht Level 2, ja, die ist ja leider ausgestiegen einmal. Lehm. Ja, das mit den Zutaten ist anfangs ein bisschen schwierig, ja. Weil gewöhnt man sich dran. So, ich habe hier gerade irgendwie so einen Terrorvogel gesehen. Da. Oh, den haben wir beide nicht getroffen. Ja, da muss aufpassen. Hier, macht die Pflanze weg. Oh, wow, wow. Oh, das haben wir ganz schön viele hier. Das sind ganz schön viele. Zack. Boah, das werden immer mehr. Ah, okay, die machen Schaden in dem Augenblick, wo die aufkommen. Aber ich glaube, die geben auch dementsprechend Erfahrungspunkte. Ich glaube, es geht. Na, Tara, du hast da einen Freund gefunden oder was? Nehmen wir natürlich alles mit. Sind alles Erfahrungspunkte, die wir zwingend brauchen. Um ein bisschen an Stärke zu gewinnen. So, da ist mein Leben schon wieder voll. Und Tara hat auch ein Level up, also das lohnt sich schon, ja? Das muss man hier machen, leider. Oder ja, man darf das machen. Ja, man spielt das Spiel ja, um das Spiel zu spielen. Durchrennen kann er ja. Schade. Und wie aus Secret of Mana, das habt ihr ja schon gesehen mittlerweile, unten die 100% Anzeige immer voll machen. Oder generell die Prozentanzeige. Oh, hier wollte ich noch gar nicht hin. Das ist jetzt doof. Weil ich glaube, die Gegner kommen wieder, ne? Oder? Nee? Ja, doch. Bisschen. Ich wollte hier unten wenigstens mal gucken. Ist hier noch was? Nee. Gut. Dann haben wir die jetzt alle einmal schon getötet. Tanzulon ist auch wieder da. Komm mit. Dann gehen wir jetzt weiter Richtung Osten. So. Ach, die Geschichte. Ja, ich erinnere mich. Erinnere mich. Lang, lang ist es her. Secret of Evermore ist tatsächlich schon ein bisschen länger her, dass ich das gespielt habe, das letzte Mal. Secret of Mana habe ich ja letztens erst mit Michi gespielt. Und davor ein Jahr war es, glaube ich, ja. Ist tatsächlich ein Titel, den ich dann doch schon gerne öfter spiele. Auch alleine aus der Tatsache heraus, dass man das ja Koop spielen kann. So, wir gehen mal hier durch so ein Loch. Und werden hier ausgespuckt. Tara, wo bist du? Da. Wow, das war ja noch cooler als das Warpen bei Captain Fiction. Mhm. So, wir gehen mal hier rein. Na, wer ist denn das? Hi! Wasser, Wasser. Du wirst erstmal ausgeraubt. Eben. Du musst sehr schnell sein, um nicht Opfer des Treibsands zu werden. Du brauchst die Schnelligkeit des Jaguars. Das hört sich besser an, als elendig im Sand zu versinken.
Der Jaguar-Ring ist in meinem Besitz. Er macht dich zum schnellsten Lebewesen in dieser Welt. Du erhältst ihn gratis, wenn du etwas bei mir kaufst. Ja, okay, dann wollen wir einkaufen. Na, zum Glück haben wir uns das alles aufgehoben. Der hat auch... Oh, Hundekuchen ist 10 Krallen teurer. Ja, ich würde sagen, wir nehmen auf jeden Fall einmal Elfenstaub mit. Das bringt uns da... Also damit können wir den Jung, also Noxi, wiederbeleben. Und wir nehmen... Ich weiß nicht, ob es da auch ein Limit gab. Wir nehmen noch Blätter mit einmal. Das hier macht auch Leben. Ein bisschen mehr. Ich glaube, das brauchen wir am Anfang noch nicht. Und das hier macht Statuseffekte. Da würde ich auch nochmal 2 von mitnehmen. Und vielleicht noch einen Hundekuchen, weil der Hund, der ist manchmal ganz schön schwierig. Bitte nimm den Jaguar-Ring als mein Geschenk an dich. Danke. Jaguar-Ring erhalten. Halte A gedrückt, um zu rennen. Achte aber auf deine Energie. Ein langer Sprint kostet viel Kraft. Ja, okay. Jetzt können wir quasi... Ach, das geht hier drin offensichtlich... Ah. Das geht hier drin offensichtlich nicht. Zutaten hast du nicht. Ich dachte, du solltest... Du kannst im 13. ankommen. Warte, bis der Strudel sich schließt und renne dann sofort los. Ach, das ist hier gar nicht, der, den wir suchen sollten, ne? Hier. Warum geht ein A nicht? Warum kann ich hier nicht rein? Oder muss ich das gedrückt halten dazu? Ah, so geht rennen. Okay, verstehe. Muss auch in die Richtung gleichzeitig noch dazu drücken. So, die Nummer wird jetzt ein bisschen anstrengend. Wir sollten diese Sandstrudel besser umgehen. Es gibt nichts, was ich mehr hasse als Treibsand zwischen den Zehen. Ja. Nicht ganz so cool, hat er recht. Oh. Blatt gefunden, sehr gut. Na, Terra, was ist da los? Gibt's da was? Es kann auch sein, dass Terra die Urne da oben, diese komische Vase da oben riecht. Ich würde sagen, wir gehen hier auch mal als erstes links lang. Ah, da war's. Ja, sehr gut. Damit wir mal da oben langkommen. Terra erreicht Level 4, auch sehr nice. Damit wir mal schauen, dass wir hier erstmal das Gebiet abstecken. Und dass wir da oben vielleicht noch hinkommen. Das muss ja hier links irgendwo lang gehen. Ja, wir werden merklich stärker. 4 Kristalle. Ja, hier geht's hoch. Das hätte ich gern. Dann gucken wir uns hier mal um. Kommen wir nicht dran? Oh, den habe ich getroffen. Terra regelt das. Los, Terra, komm. Attacke. Level 5. Ja, das war eine gute Entscheidung, im Anfangsdorf nichts zu kaufen. Es war klar, dass wir hier ein bisschen leveln können. So, was ist hier drin? Blatt. Okay, davon haben wir jetzt schon 5. Und dann gehen wir mal hier auf der linken Seite noch gucken, was hier gibt. Hier gibt nichts. Gibt's nichts? Trug. Ja, hätte man sich dann sparen können, da noch lang zu laufen, beziehungsweise das einzuprogrammieren, dass man das überhaupt kann, wenn es da nichts gibt. Komm mal her, Mosquito. Da. Achtung. Oh ja. Oh, mittlerweile. Uni echt stark. So, ich glaube, wir müssen theoretisch... Ja, da wollte ich auch noch gar nicht hin. Ich wollte die rechte Seite mir noch anschauen. Hier ginge es dann aber weiter offensichtlich. Zack, du kriegst noch eine hier mit. Oh, da gibt es nochmal Staub. Du hast genug Blätter. Ja, das ist ungünstig. Also 5. Ist hier die... Okay. Wurzeln. Ich dachte ja, wir kriegen hier vielleicht noch ein bisschen Wachs. Nein.
müssten ja mal ein bisschen zaubern. Vielleicht, damit es levelt. Okay. Nein, ich wollte nicht da rein. Ich wollte nicht. Ich muss jetzt wirklich aufpassen. Diese Sandstrudel nerven langsam, ja? Das dachte ich mir auch. Los, zurück. Da oben geht's auch noch irgendwo entlang. Kann aber durchaus sein, dass wir da erst später raus langkommen, wenn wir... war knapp hier, der stand direkt ansonsten drin. Wenn wir irgendwie ein Schwert oder sowas haben, damit wir die Büsche kaputt machen können. Wow, das war knapp. Komm mit. So, dann gehen wir mal hier nach Süden. Schau mal, was gibt. Mhm, das sieht sehr einladend aus. Und wir müssen natürlich sofort hier irgendwas aus dem Matsch sammeln. Okay, ach, oh, wer ist er denn? Den treffe ich nicht. Okay, hier gibt's Würmer. Ja, das... Was? Die lassen auch Blätter fallen, das ist gut. Können wir uns nämlich heilen, das ist sehr nice. So, wer ist er? Okay, den können wir treffen. Was auch immer es ist. Danke. Gibt's hier was? Wachs. Ah, hier gibt's Wachs. Schön. Wachs und Öl brauchen wir. Da? Kristall? Noch was? 3 Tropfen Öl. Sehr gut. Sehr gut, hervorragend. Das mag ich. Ist eine Höhle. So, wir können mal zaubern. Können wir mal ausprobieren. Ach, guck mal hier. Ein Beutel. Ach, da kriegen wir besondere Gegenstände. Töte den nicht, bitte. Mist. Ich möchte wenigstens mal zaubern. Warte mal, haben wir hier so ein... irgendwie, da ist so ein Skelett-Dings. Ich möchte mal jetzt zaubern. Und immer falsch rum. Ich mache das immer falsch rum. Hitzeblitz hier. Zack. 22, okay. Hat ja gesagt, umso öfter man das macht, umso stärker wird's. Ah, ganz schön gemein. Oh, wow. 4 Tropfen Wasser. Wachs und Öl gibt's hier also. Wachs gefunden. Sehr gut. Öl. Können wir uns noch einen Hitzeblitz leisten? Wenn wir da an den nicht rankommen, ne? Der interessiert sich gerade nicht für uns. Müssten wir aber dann sehen können, oder? Okay, mein Knochenknüppel ist auf dem Weg. Äxte, Speere. Äxte und Speere gibt es dann noch. Und Alchemie. Ach, hier. Okay, pro Einsatz 0,1 Effektivität. Ist also absehbar. Wann das dann hier weitergeht. Okay, da war eine Höhle. Gehen wir in die Höhle gucken. Das wäre schade, den jetzt nicht zu töten, ne? Ah, war richtig rum. Hau mal raus hier. Komm. Da war es weg. Okay, Öle. Was gibt's hier noch? Wachs? Ah, mehr Wachs. Komm, Wachs und Öl. Ja, Wurzeln. Auch nicht schlecht. Auf in der Höhle. Wer ist er? Hallo, Fremder. Es kommt nicht oft vor, dass ich Besuch bekomme hier draußen. Ich studiere die Alchemie. Sie offenbart ungeheure Kräfte. Alchemie? Dann musst du schlauer Bär sein, richtig? Falsch. Aber ich kenne ihn. Ich habe ihn erst kürzlich gesehen. Er ist zur Käfersteppe aufgebrochen. Falls du ihm folgen willst, solltest du eine weitere Formel an dich nehmen. Die Alchemie ist sehr mächtig.
Man nimmt ein bisschen hiervon, ein bisschen davon und zapp! Es ist wie Magie. Lass mich dir die Schlammbombenformel überreichen. Es ist eine effektive Waffe. Schlammbombe, Kristall und... keine Ahnung, was das ist. Keine Ahnung. Lehm. Ah, du brauchst nur ein Stück Kristall und ein Stück Lehm miteinander vermischen. Möchtest du Zutaten kaufen? Ja. Der verkauft uns jetzt quasi die vier Zutaten, die wir standardmäßig haben. Und zwar auch zu einem besseren, viel, viel besseren Preis. Das heißt, wir können hier einmal Wachs mitnehmen. Das gibt also immer fünf. Und dann können wir zweimal Öl mitnehmen. Das heißt, ein Wachs, zwei Öl sind ja dann fünfmal der Zauberspruch. Und davon haben wir fünf. Und da Wasser. Ach so, Wasser? Dem verkauft er uns nicht. Schade. Dem verkauft er uns nicht. Wasser haben wir ziemlich viel. Und Kristalle haben wir fünf. Ja. Müssen wir mal gucken, wie viel Lehm wir haben. Und dann soll es das hier erstmal geben. Ja, Spielstand speichern. Immer eine super Idee. Wir sind mittlerweile Level 5. Auf Wiedersehen. Ja, haus rein. Ciao. Lehm, Wasser, Wasser. Wir berauben dich noch. Zwei Kristalle. So. Jetzt gäbe es natürlich die Möglichkeit, hier ein bisschen die Zauber zu leveln. Das? Ist er wieder da? Oh. Ah, toll. Ah! Oh, 53, das war stark, das war ein Crit. Ja, der ist ganz schön garstig hier, der Kumpel. Den Wurm? Nee, ich mach den Wurm, okay. Oh, das war gut. War geblockt. Ah, der hätte dann aber nicht treffen dürfen. Ja, der schon. Jetzt reicht's. Das muss ich jetzt hier noch machen aus Rachegründen hier. Zack. Okay, Terra haben wir wieder aufgefüllt. Schön. Weiter geht's. Da kommt der Moskito doch tatsächlich noch hinterher. Dreistigkeit. Lumeli. Ah, was gibt's hier? Wurzel. Und hier gibt's noch? Nein? Na wo denn nu? Erzähl. Noch hier irgendwo. Da. Wachs, ja, sehr schön. Ah, so ein Ding schon wieder. Die mag ich nicht. Die lassen sich schwer treffen. Die machen da irgendwie so ein... Hier gibt's noch was? Nicht? Okay. Da oben jetzt? Entscheide ich mal. Manchmal ein bisschen schwierig hier mit dem Hund. Da gibt es noch Lehm. Lehm ist auch wichtig. Da brauchen wir die Schlammbombe. Und da gibt es noch Öl. Sehr gut. Traumhaft. So, hier drüber kommen wir irgendwie noch nicht, richtig? Habe ich das nicht verpasst, ne? Und hier unten ging es auch nicht lang. Okay, dann gehen wir nach rechts weiter. Weiter Richtung Osten. Öl. Aha, was ist das? Au. Oh, das war knapp. Ah, noch so ein Ding. Komm schon. Ach. Triff!
Da könnte Blatt drin sein. Und wir sind mit Blatt voll. Das heißt, wir werden jetzt hier einfach mal... Oh, Blatt sogar 6 geht. Ich nehme jetzt ein... Ich müsste aber gleich ein Level abkriegen eigentlich. Ich gebe das Terra. Und nehme das Blatt hier mit. Ja, genau. Dann haben wir das auch mal gesehen. Schön, 40 Lebenspunkte macht das. Schnüffel mal. Nee? Okay, doch. Wusste ich es doch. Irgendwo hier gibt es noch was. Ah, Kristall. Komm schon, Terra, mach das. Ich bin ja auch der Letzte in die Andertaler, ne? Ich renne hier mal zum Knochen lang. Als wenn es nichts Effektiveres gäbe als ein Knochen. Zwei Stück Lehm. Sehr gut. Na, trau dich. Na, komm. Ah, Mist. Müsste eigentlich gleich ein Level abkriegen. Na komm. Falsche Taste. Dabei habe ich gar nicht so viele Tasten hier. Oh, ist der ätzend, ne? Dankeschön. Haben wir noch was? Hier irgendwo? Danke. Kannst du den jetzt auch noch? Dankeschön. Bin begeistert. Pure Begeisterung, die ich hier ausstrahle. So, wir können jetzt hier in dieses Ding da rein. Oder wir können rechts noch lang. Ich würde hier gerne rechts noch lang. Bei Terra schnuppert hier was. Mal Öl. Oh, noch ein Wurm. Da ist mein Level. Schön. Wie oft können wir denn jetzt zaubern? 6-mal? 8-mal. Auch auf alle zaubern. Das machen wir mal. Also die sind super ätzend, ja? Jetzt gibt es hier 1 Million Moskitos oder was? Hier nochmal auf alle. Den da oben hat das nicht. Der oben wollte es nicht. Zack. Weg damit. Asche. Überall gibt's Loot hier. Enge. Okay. Mhm. Verstanden. Hier kommen wir nicht. Ah, den, der ist mir jetzt zu doof. Okay, dann gehen wir da mal rein. Gucken wir, was da drin gibt. Zack. Okay. Na, hast du was? Hier irgendwo. Wasser. So, komm mal mit. Kleine Spürnase. Ah ja, das... Ah, das sagt mir noch was. Ich glaube, das geht kaputt, wenn man da drüber geht. Will. Geh mal auf der anderen Seite erst schauen. Ah, das geht, glaube ich. Ah, dann gehen wir so lang. Ne? Geht das nicht kaputt? Oh. Das müsste noch ein Blatt sein. Dann hier, bitteschön. Ja, sehr gut. Hm, okay, da rutschen wir wieder runter.
Hier, diese Skelettdinger, die lasse ich mal in Ruhe. Das ist mir zu nervig hier mit diesen Dingern. Die ist mir ein bisschen zu anstrengend. Ah, hier, jetzt fallen sie hier auseinander. Ja, ja. Ah, hier. Ah, okay, verstehe. Verstehe, verstehe, verstehe. Das bricht dann also ab und wir sollten wahrscheinlich ganz oben ankommen. Ich glaube, das ist der Plan. Was ist denn nun noch? Oh, cool. So, ich glaube, die Brücken kommen auch nicht neu. Das heißt, man ist nur eine Frage der Zeit, bis man hier alles einmal erkundet hat. Ja. Der geht. Den kommt man wenigstens ran. Ah, okay. Oder auch nicht. Ja, Tara regelt das. Ja. Kaboom. Warte, Pauz, Rada, Peng. Was gibt's hier noch? Oh, jetzt hänge ich hier an dem Asche. So, jetzt kommen wir hier nicht weiter. Das heißt, wir müssen hier rein. Und nochmal nach unten. Jetzt machen wir ein gutes Gesicht dabei. Und dann geht es hier nochmal durch. Easy peasy. Würmeli. Ah, da komme ich nicht ran. Du lässt dich aber auch, ne? Einfach so. Lass dir einfach so einen überbraten hier. Ja, hast du was? Okay, bis ans Ende der Welt kannst du schnüffeln hier. Warte, am Anfang der Karte. Hier. Dankeschön. Weiter geht's. Bösartige Kreatur, ne? Sorry. So, ich möchte das hier alles erkunden. Aber ich glaube, hier gibt es an sich nichts zu finden. Also es gibt keine Truhe oder irgendwas. Oder so eine komische Blätter. Na, ihr wisst schon, diese komischen Dinger da. Diese komischen Gefäße. Ich kann hier überhaupt nicht leiden, die Viecher. Danke. Das dürfte nochmal ein Blatt sein. Das heißt, hier, der Rack kriegt nochmal ein paar Lebenspunkte. Ich weiß, das sind nicht viele, aber bevor wir das Blatt hier liegen lassen. Aha. Aha. Mich wundert's. Müssten wir hier nicht irgendwo rauskommen? Na, dann laufen wir das halt nochmal. Nur stracks. Da. Ah, Mist. Na, hier waren wir noch nicht. Und auf ein neues. Schließlich nichts zu tun den ganzen Tag.
hier müssten wir gewesen sein. Irgendwo da. Tada. Pass. Da geht's raus. Sieht schon mal so aus. Als ob. Aha. Habt ihr ein Glück. Okay. Den machen wir noch. So. Was sich hinter dieser ominösen, hinter diesem ominösen Durchgang befindet, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Na, Tara, hast du noch was? Willst du noch was loswerden? Wir haben noch ein Leben. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Kommt gut nach Hause, macht kein Blödsinn, schreibt uns Grüße, erkennt. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Be cute, have fun. Bis dann. Nacht, Nacht. Kuss, Kuss. Liebe, Liebe.